Der VfB Stuttgart sah es durchaus am Ende als Erfolg an, die Relegation erreicht zu haben, auch wenn es zuletzt in der Liga etwas holprig vonstatten ging und sich das durch den kompletten Saisonverlauf so durchzog, war man eben in der Lage, hier favorisiert reinzugehen gegen Berliner, die aber noch ein 2:2 gegen Bochum zuletzt erkämpften, dadurch auch etwas Rückenwind hatten. Die erste Möglichkeit gehörte dann auch den Eisernen. Es waren einige tausende Fans aus Berlin mit angereist. Und der VfB Stuttgart setzte dann nach einer knappen Viertelstunde das erste Offensivzeichen. Anastasios Dornis in der Startaufstellung wurde gegen Schalke noch geschont. Didavi legt einmal raus zu Shadrack Akolo. Das ist eine maßgenaue Flanke. Dann Friedrich mit dem Fehler. Und Gonzales nur ans Aluminium. Riesenszene. Super Flanke von Akolo. Dann Friedrich, der da nicht richtig rankommt, und Parensen. Es fehlte Hübner, gelb gesperrt im Hinspiel. Das war natürlich extrem schmerzhaft. Der Abwehrchef mit Friedrich normalerweise ein kongeniales Duo. Knappe halbe Stunde etwa von der Uhr. Der VfB Stuttgart wurde stärker. Über die linke Seite kommt dann die Flanke. Akolo setzt sich dann ab im richtigen Moment und köpft das Ding ein. 27. Spielminute. Das 1:0 für den VfB. In der nächsten Saison wird ja nicht mehr Nico Willig diese Mannschaft trainieren, sondern Tim Walter, das steht jetzt fest. Und genau solche offensiven Szenen kennt man von Walter von der Kieler Förde und das wünscht man sich dann auch für den nächsten Saisonverlauf. Bestenfalls in Liga 1. Aber die Mannschaft von Nico Willig hier auch defensiv noch etwas zu anfällig. Da fehlte die Balance. Und Nervosität spielte sicherlich auch mit rein. Robert Juhl mit der Top-Möglichkeit kurz vor der Pause. Dann war aber auch erstmal Halbzeit. Shadrack Akolo konnte mit seinem Kopfball erstmal die Führung herausschießen. Aber klar war auch, die Schwaben mussten richtig aufpassen, weil der erste FC Union Berlin auch immer wieder gefährlich werden kann. Der Beginn der zweiten Halbzeit lag aber wieder in den Händen der Stuttgarter. Didavi setzt sich da gut durch. Dornis zu Didavi. Ein paar Übersteiger, dann gut durchgesteckt und wieder Akolo. Der machte wirklich eine richtig gute Partie. Nicht nur alleine wegen seines Tores. Der ackerte und arbeitete und war auf vielen Stellen des Platzes zu finden. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und dann diese Szene und der Ausgleich, das so wichtige Auswärtstor. Flanke von Robert Juhl hier von der rechten Außenbahn und Sebastian Polter hat den Killerinstinkt und kriegt da irgendwie den Schlappen ran, setzt sich vor Kerbak und kämpft durch. Ron-Robert Zieler natürlich absolut bedient. Der VfB wollte sofort antworten und hier gar nicht erst Hoffnung aufkommen lassen für die Gäste. Eckball und dann Pavard. Sein letztes Heimspiel für den VfB. Wechselt ja im Sommer zu den Bayern. Hier setzt er den Kopfball etwas zu hoch an. Es war aber eine offene und wirklich spannende Partie. Viertelstunde jetzt noch auf der Uhr. Pavard zu Dornis mit der Flanke. Und plötzlich stand es wieder 2:1 für Stuttgart. Nicht unverdient. Die Eisernen etwas weiter zurückgezogen. Die wären mit diesem 1:1 sowieso zufrieden gewesen. Das 2:1 ist jetzt etwas unglücklich, aber durchaus noch vertretbar. Toller Treffer von Dornis, den trifft er mit dem rechten Schlappen auch perfekt. Keine 10 Minuten mehr jetzt auf der Uhr. Gonzalo Castro mit diesem langen Ball in der Mitte verschätzt sich Friedrich. Der geht dann auch nicht richtig rauf zu Dornis und dann Akolo mit dem Doppelpack. Union Berlin verschenkt jetzt so ein bisschen die gute Ausgangslage und das wusste auch Rafa Gikiewicz. Starke Flanke von der linken Seite und dann verschätzen sich in der Mitte wieder alle. Erst Parensen und dann Ken Reichel, der den Ball eigentlich schon sicher hatte, aber doch vorbeispringt. 90. Minute, Stuttgart wollte einen drauflegen, dadurch diese Kontermöglichkeit. Andersson steckt einmal rüber zu Joshua Mees, der hatte das 2:2 gegen Bochum erzielt. Und auch hier macht er das zweite für Union. Erste Minute der Nachspielzeit, das 3:2. Eine super Ausgangslage für Union Berlin. Ein 1:0 würde jetzt schon reichen aufgrund der Auswärtstorregel. Nun aber nochmal der VfB. Didavi zu Gonzales, der machte auch eine gute
Leistung hier zeigte er. Und dann nochmal diese maßgenaue Flanke. Und das 4:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit. Unglaublich. Unglaublich. Ärgerlich für Union Berlin. Auch das 3:2 wäre deutlich besser gewesen. Und für den VfB ist das so wichtig. Die waren erstmal zufrieden. Eine spektakuläre Partie endet mit 4:2. Aber man darf auch nicht vergessen, aus Sicht der Eisernen, sie sind die heimstärkste Mannschaft gewesen in der zweiten Bundesliga. Heißt, im Rückspiel an der alten Försterei ist hier mit noch nichts entschieden.